So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir es leider nicht geschafft, die Masterklasse der Klugheit zu erringen. Hey, es ist dennoch das schlauste Pokémon, was wir je gesehen haben. Allerdings habe ich trotzdem ein bisschen trainiert. Ich habe ja gesagt, ich mache es vielleicht und ich mache es definitiv. Ich habe es nämlich gemacht. Ihr seht alle etwa Level 42, beziehungsweise Gronkh war schon Level 43, okay. Boris 2 Level, Alexa 1 Level und DK ganz schön viele Level. Ich glaube 9 insgesamt. Jedenfalls, das wird voraussichtlich das Siegesstraßenteam sein. Nicht das Liga-Team, nur das Siegesstraßenteam. Achtung. Und, ja. Das Team wird so bleiben. Ich habe DK Surfer vergessen lassen und Alexa Zertrümmerer, damit es nicht ganz so nach Emmerfa aussieht. Nimmt den zwar auch ein bisschen Coverage, aber naja, komm. Der Spezialangriff von Hariyama bzw. Zertrümmerer generell als Angriff ist jetzt eh nicht so der Burner. Und wenn sie jetzt noch Attacken lernen, ist das schön. Wenn nicht, dann eben nicht, weil TMs möchte ich dann jetzt doch nicht benutzen. Die Attacken, die sie haben, werden schon ausreichen. So, mit dem Team, mit dieser Konstellation, haben wir auf jeden Fall alle nötigen VMs, um die Siegesstraße zu meistern. Ich werde trotzdem, auch wenn ich gesagt, ich glaube, ich habe gesagt, ich werde es nicht tun. Allerdings habe ich mich umentschieden, ich möchte es dennoch tun. Und zwar die Siegesstraße, ich meine, komm. Sie ist das letzte Gebiet, auf dem wir noch ein Pokémon rein theoretisch fangen könnten. Wie wär's? Na? Ich würde sagen, wir wagen nochmal einen letzten Schritt, ein letztes Pokémon vielleicht zu fangen. Sollte es eins sein, was wir schon haben, dann werde ich es nicht fangen. Aber es ist ein Pokémon, was wir noch nicht haben. Dann, ja, werde ich es ins Team nehmen für Gronkh, weil er jetzt das höchste Level ist, sage ich einfach mal. Schauen wir doch mal, was die Siegelstraße für uns bereithält. Und? Na? Okay, du kommst mit ins Team, Kollege. Ein wildes Stununior scheint, du bist Level 36, ziemlich tief, aber egal. Gut, wir haben ein neues Teammitglied. Gleich, jeden Moment. Wie soll ich die schwächen? Ich mach mal Fliegen, das ist eine Na egal, ich komme eh durch. Ich mach mal Fliegen, ist eine geviertelte Wirkung, es wird ihn kaum Schaden machen, vor allem, weil Boris auch nicht besonders hohen Angriff hat. Aber, das ist mir egal, Alter. Wow, okay, es hat, ich hätte erwartet, dass es bis zum Anfang der 6 geht. Das ist sogar noch ein Ticken weniger. Du machst mir mehr Schaden als ich. Okay. Let's throw just a super ball. Okay, a great ball. Ja, ja. Im Englischen heißt den Ding great ball. Plop. Na, natürlich. Klappt es nicht. Ich werde getrollt. I just got trolled. Okay. Gronkh bleibt im Team. Blödes Stununior, warum brüllst du mich auch an? Das ist nicht nett von dir. Okay, gut, habe ich Pech gehabt. Dann wird das Team jetzt so bleiben. Ah, da muss ich immerhin keinem neuen Pokémon Blitz beibringen. Ich weiß zwar nicht, ob man Blitz... Also Blitz braucht man ja eigentlich rein theoretisch gar nicht. Allerdings ist das Spiel schon eine Weile her. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich Blitz für die Siegelstraße brauche. Ich habe es ihm vorsichtshalber mal beigebracht. Für Schnarcher ist nun eh nicht dann so der dramatische Verlust, wenn ich es dann nun doch nicht brauchen sollte. So. Ja, und was kommt jetzt? Wahrscheinlich irgendwie nochmal ein Stululior. Nee, ein Krakelo! Kaki! Mirko! Beide! Okay, okay. Habe ich super Schutz, Top-Schutz oder so? Das wäre generell irgendwie mal. Nicht viele. Nicht viele. Okay, wir steigen eh aufs Fahrrad. Hallo, Top-Trainer. Ass-Trainer meine ich. Sorry, ich habe dich, falsch genannt. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Diese Option existiert nicht. Ich denke schon. Und ich werde derjenige sein, der es dir beweist. Und das war übrigens Fencheltee. Voltenso. Was ein großartiges Matchup für ein Pelipper. Und ein Garados. Ja, Honey. Zeig ihm, was eine Hake ist. Yay, wie Brava. Das hat keine Wirkung auf Hannibal. Das ist aber schade. Ich habe keine vernünftige Bodenattacke. Das ist ebenfalls ziemlich schade. Gut, Feuer Odem. Vielleicht paralysiere ich ihn ja. Und ihr seht, die Gegner sind auf unserem Levelniveau. Ja, ich hätte mich überleveln können, aber wozu? Das ist langweilig und macht mir persönlich keinen Spaß. Vielleicht werden aber trotzdem so ein, zwei Level noch ganz nett gewesen. Und ich sehe gerade, ich sollte... Ja, ich gehe gleich nochmal raus und kaufe nochmal einen vorher. Ja, Mann, bin ich gut vorbereitet. Hehehe. Biss. Hör auf mich zu beißen. Fire Odem. Ich habe irgendwie Angst. Ich weiß nicht, das sieht so ungefähr so aus, als würde ein normaler und ein Volltreffer ausreichen.
Ja, ich wusste, dass du Top-Genesung einsetzt. Ich wusste es, du bist ein Ass-Trainer. Los, jetzt mach, Paralyse, Feuer-Odem, Walter deines Amtes. Ich weiß, dass du das kannst. Oh, Volltreffer und Paralyse? Nee. Na gut, immerhin ein Volltreffer. Aua. Okay. Feuer-Odem? Fragezeichen. Aber wenigstens schrecke ich auch nicht zurück. Los, Paralyse. Ey, was ist denn los? Diese Attacke möchte nicht so richtig funktionieren, habe ich das Gefühl. Los, Feuer-Odem, walte deines Amtes jetzt aber endgültig ins Weh, indem du ihn einfach besiegst. Natürlich nicht. Dieser Kampf zieht sich ein wenig. Ah, wenn du mich das machen lassen würdest, hätte ich... Oh mein Gott, er war so lange auf der Box, dass er nicht mal richtig fluchen kann. Ja, du darfst ja heute noch oft genug kämpfen, TK. Keine Sorge. So, was ein... was? Achso, ich habe ja ausgewechselt. Stimmt. Slimog. Ja, das macht mal der liebe, liebe Gronkh. Dom, 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 dom. Mit einer Psycho-Attacke sollte das nämlich definitiv Schmerzen zufügen. Hier, frisst das. Absolute Levelgleichheit. Ja, ich weiß. Slimog hat eine gute spezielle Defensive. Ich habe selbst einen Slimog. Eigentlich habe ich sogar zwei Slimog. Sind aber gleich aufgezogen. Das eine ist nur ein bisschen besser. Und dann andere Attacken. Also es ist eigentlich nicht gleich aufgezogen. Ich habe Schwachsinn geredet. Zum Glück habe ich gerade getroffen, denn ich habe Komprimator eben gesehen. Und das ist so eine Attacke generell, vor der man immer zusammenzuckt. Unmöglich. Ich habe verloren. Du hast verloren. Und wenn ich alle Trainer hier finde übrigens, werden wir noch eine kleine nette Überraschung erleben. Nette Überraschung! Demnächst, irgendwann. Das war gerade übrigens eine Anspielung auf Worms Armageddon. Wer das noch kennt. So, auf nach Segrasulp City. Vorräte auffrischen. Und dann nochmal in die Siegesstraße. Was für ein unepischer Start war das bitte. Es tut mir leid, es tut mir leid. Naja, egal. Wir haben immerhin alle Zeit der Welt. So, gibt's doch bestimmt hier, was ich brauche, oder? Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ja. So, ein paar Hypertränke. Top. Beleber hätte ich schon fast gekauft, ja. Nee, Beleber ist jetzt so ein Item, was ich persönlich nicht brauche. Ja, ich kaufe noch ein paar. Na, nicht so viele. Zwei. So. Okay, so, jetzt sind wir aber gerüstet. Auf und davon, zurück in die Siegeshallenstraßen, Hallenstraße. Irgendwie, ich weiß nicht warum, hab ich Angst vor der Siegesstraße. Könnte es daran liegen, dass wir auf demselben Levelniveau der Gegner sind? Könnte es daran liegen, dass da ziemlich starke Trainer rumlaufen? Und könnte es auch eventuell daran liegen, dass wir eine Nuzlocke-Challenge spielen, bei der das alles zusammengekoppelt eine ziemlich fiese Kopplung ist? Ich denke ja. Aber das ist ja noch nie etwas gewesen, bevor wir uns irgendwie haben abschrecken lassen. Deswegen, auf ein zweites geht's wieder rein. Ich bin mal gespannt, wie oft ich noch rausfahren muss. Ich hoffe nicht allzu oft. Daum, daum, brum, brum. Siegestraßen, ich hasse Siegestraßen eigentlich. Die sind immer so verwirrend und ich möchte eigentlich gerne alles zeigen und mitnehmen. Und ich habe keine Ahnung, ob mir das gelingen wird. Schutz wirkt nicht mehr. Da ist der erste Schutz schon down. So, ich brauche das mal hier oben alles. So, wo ist mein Schutz? Wo ist mein Schutz? Da. So, und meine ich viel? Na, geht. Wir können auch die Riesenperle verkaufen bei Gelegenheit mal. So. Wilde Pokémon, davor sollten sie nun auf ewig abschrecken. So, waren wir überall jetzt? Wir könnten hier hoch. Machen wir auch. Oh nein, eine wilde Trainerin erscheint. Die soll endlich in die Sau schlafen, ihr Name ist Sieg. Gerecht. Sieg ist ein gutes Stichwort immer auf das kleine, nicht Easter Egg, aber auf die kleine Anspielung, die ich eben gebracht habe. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an eine gewisse Familie. Haltet das mal im Hinterkopf. Mehr sage ich dazu nicht. Ah, ich bin so ein Schurke. Ja, mach Lockduft, geht sowieso daneben. Fliegen, bam, pflück die Beeren, liebes Pelipper, pflück die Beeren, liebes Pelipper Boris. Ach ja,
Ich habe mich so gefreut damals, als ich gesehen habe, dass Roselia endlich eine Weiterentwicklung bekommen hat in der vierten Generation, weil Roselia ist toll und so konnte man sie, gut, die Weiterentwicklung, aber immerhin, sie wenigstens irgendwie spielen. Dam, da da dam, Boris erhält 8 Trilliarden KP. EP, dein Kampfstil ist fantastisch. Fantastisch, ausgezeichnet. Haben wir eigentlich... Ja, ein paar tragen Items. Ihr habt doch keine Ahnung, ob ich noch jemand Items geben soll. So, bevor wir dahin gehen, gucken wir doch erst nochmal, was hier ist. Denn ich glaube, das führte uns zu einem Gegenständchen. Natürlich führte uns das zu einem Gegenstand. Top-Elixier! Füllt immerhin unsere Angriffskraft auf. Unsere Angriffe. Unsere Attacken an sich, nicht unsere Angriffskraft oder sonstiges. Okay, cool. Dann haben wir hier jetzt wohl auch alles geholt. Ich bin gespannt, wie gründlich ich bei der Siegestraße sein werde. Und ich brauche tatsächlich Blitz. Also brauchen in Anführungsstrichen. Aber es ist dennoch bequemer mit Blitz. Ja, man hätte es auch ruhig so machen können. Ja, ich weiß, ich trinke heute viel. Ich bin etwas dehydriert, dank dieses ekelhaften Wetters. Ich weiß zwar nicht, wann ihr diese Folge sehen werdet, aber wir haben momentan bei mir noch auf dem Tacho Anfang September. Und falls ihr euch zurück an die Zeit erinnert, das war die Zeit, wo es morgens immer arschkalt war und man sich denkt, oh, hoffe ich nehme besser meine Jacke mit zur Arbeit. Und dann kommt ihr später am Nachmittag nach Hause und denkt euch, warum zum Teufel ist es jetzt schon wieder 30 Grad? Ja, ja, was habe ich diese Zeit geliebt? Ich hoffe, wir haben jetzt eine angenehmere Jahreszeit, beziehungsweise angenehmeres Wetter. Wann auch immer dieses Video online kommen wird, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwann im Oktober, Ende Oktober oder so. Naja, whatever. So, wir haben auf jeden Fall, wie bereits gesagt, jede VM dabei, die wir brauchen. Das sieht mir zu richtig aus. Rip. Sich resettende Steine nach so kurzer Zeit? Na, ich weiß ja nicht. Da war auf jeden Fall eine Trainerin eben. Und ich glaube, ich tausche mal das Anfangspokémon aus. Boris finde ich nicht so cool als Starter. Ich nehme mal wieder... Ah, endlich darf ich mal wieder kämpfen! Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Wir nehmen einfach Decay. Oh, hi. Digga, doch, aus der Pokémon-Liga, meine herkomme. Ich habe Pokémon-Lampenfieber. Wo habe ich das Pokémon gerade rausgelesen? Das stand da nicht. Ich habe Lampenfieber. Hi, Typus-Virus. Was willst du uns so doof? Jetzt, wo ich die Kayla vorne packe, kommt er natürlich mit Flug-Pokémon. Was könnte ich dir gerade die Nase brechen, Mann? Ich mache Alexa. Ich nehme Alexa raus. Ich schicke Alexa raus. So. Weil Bedroher dann noch ein bisschen Dodri ungefährlicher macht. Da es höchstwahrscheinlich physisch angreifen wird. Sage ich doch. Gut, ab der vierten Generation ist das ein spezieller Attack. Aber hier ist normal noch ein rein physischer Leck-mich-am-Arsch-Typ. Ein rein physischer Leck-mich-am-Arsch-Typ, so sagt man das. Ich habe doch bestimmt Beeren dagegen, oder? Wie heißt denn nochmal die Frostbeere? Moment, ich fange von oben an. Paralyse, Schlafen, Vergiftung, Verbrennung, Frost. Ach, Dodri, was bist du nur für ein unbeliebtes Vieh? Das stimmt gar nicht, ich mag Dodri sehr sogar. Aber trotzdem war das gerade echt unnötig. Dankeschön. Ja, ihr seht, sieht ein bisschen komisch aus, jetzt mit nur 3 Attacken, aber die eine Attacke, die da fehlt, ist nur der Zertrümmerer. Bam, boom, bam. Das ist nicht gut. Oh. Defug. 10% sind das. 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei einfriere. Und was passiert natürlich? Ich friere ein. Okay. Nehmen wir... Nein. Die Platte hängt übrigens nicht. Das war gerade Absicht. Haha, bin ich ein lustiges Kerlchen. Da werde ich hier noch zum Hariyama, wenn das so weitergeht. So. Hier, da, bitteschön. Das Schlimme ist ja, ich glaube, eine weitere Stärkattacke würde gar nicht ausreichen. Ich habe gerade nicht die Defensivwerte von Dodri im Kopf. Ich meine aber, seine physische Defensive wäre weiter besser als seine spezielle. Deswegen gucke ich doch mal, ob ein Surfer ausreicht. Immerhin kriege ich noch einen Step drauf und alles. Jop, der langt. Gut. Sag ich doch, Dodri ist in der speziellen Verteidigung schlechter als in der physischen, glaube ich jedenfalls. Ich lege meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer. Wie gesagt, Dodris Stats habe ich ausnahmsweise gerade mal nicht so ins Feuer. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Stolrak spezielle Verteidigung im Vergleich zu seiner physischen ein kleiner schlechter Scherz ist. Generell zu ziemlich jedem Pokémon ein kleiner schlechter Scherz ist, dass Stolrak, beziehungsweise vor allem Stolloss, scheiße, Kadabra, ich habe Angst vor dem Vieh, Werte
phänomenal, gigantisch, brutal, grandios sind. So. Boris, du hattest schon Erfahrung mit einem Kadabra in der Psycho-Arena. Und, oh Gott, es geht genauso wieder los. Boah, viel zu viel. Oh nein. Wird das jetzt schon wieder so ein Spiel? Nee, Moment. Das machen wir anders. Ich wähle dich, Gronkh. Denn Gronkh hält eine Psychokinese definitely aus als Psycho-Pokémon mit. Jetzt kommt natürlich. Ich hätte ihn natürlich. So ein lustiges Kerlchen hier, Konfusionsstrahl. Ja, jetzt machst du deine Psychokinese. Das bringt dir auch nichts, siehst du. Macht mir kaum was. Ich kann predicten, mein Freund, gegen einen CPU. Wie unheimlich schwer. Dim, 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 dim. So, trifft der Seher mich jetzt? Nee, Psychokinese. Ich hoffe, das wird ausreichen, wenn du dich jetzt noch selbst verletzt. Ja. Ich denke, das reicht. Ja, definitely. Gute Arbeit, Gronkh. Gute Arbeit. Mission erfolgreich abgeschlossen. Situation entschärft. Ich konnte gar nichts machen, ey. Voll die unfaire Scheiße. Direkt rumheult. So. Ach ja, nicht so praktisch wie Schwarz und Weiß, wo das Item direkt auserwählt bleibt. Genau. Ausgewählt bleibt. Nein, hier muss ich das ja noch einzeln machen. Aber kein Problem. Da geht's runter. Stuhl, Klappe. Da geht's hoch. Moment mal, ist hier das, was ich denke? Das wäre ideal. Nein, jetzt nicht das, was ich denke. Und das, was ich denke, habe ich schon längst. Fällt mir gerade auf. Also vergesst, was ich gesagt habe. Und da hinten war noch eine Trainerin. Ich will erst wissen, was da hinten ist. Die Trainerin nehmen wir auch noch mit und danach würde ich sagen, beenden wir diesen ersten Spaziergang in Richtung Ruhm. Durch die Ruhmeshalle, wollte ich schon sagen. Durch die Siegesstraße. So, hi, na? Um dich siegreich durch die Pokémon-Liga zu kämpfen, brauchst du das Vertrauen bei der Pokémon. You don't say. Ich brauche aber vor allem, wie nennt man das noch? Besiegte Gegner. Und du bist gerade mein Gegner. Und ich glaub's nicht. Ich habe immer das falsche Pokémon vorne. Yay, da wechsle ich mal wieder. Ach Gott. Nö, akzeptiere ich nicht. Das macht Boris. Denn das Vieh ist Bodenpsycho und würde mit einer... Okay, es will eh nur seine Stats boosten. Es würde auf jeden Fall verdammt große Schmerzen zufügen, wenn es DK mit Psychokinese oder ähnlichen Psychoattacken angreifen würde. Wobei viel Auswahl hat man hier zu Zeiten der dritten Generation noch nicht wirklich gehabt. Oh, das zieht noch genug ab. Okay, ich denke, eine weitere Surferattacke sollte ausreichen, um Lepumentas vom Feld zu fegen. Na, Boris, willst du uns zeigen, was du drauf hast? Surfer! Na gut, gute Arbeit. So, vielleicht ist das nächste Pokémon nur noch etwa, was nun vorne ist, auch vielleicht mal etwas, was DK besiegen kann. Wäre ganz nett. Eure Beziehung ist auf solidem Vertrauen aufgebaut. Solide? Solide? Ich zeig dir mal, was solide ist, Kleine. So, nur mal eben gucken, was hier ist. Ah, da ist der Typ gewesen. Ah, hier geht's nach oben. Okay, war nur für ein Item. Oder? Nee, warte, hier geht's noch links rum, oder? Moment, ich muss das... Ja, war nur für ein Item. Okay. Dann können wir hier... Ah, und wir sind direkt hier. Das ist ja praktisch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter in der Siegesstraße auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Bis dann, ciao!